Was noch fehlt, ist die Markierung der Ankerkette. Am Boot zählt ja jede Stunde, also wird das noch hier erledigt. Als erstes wird die 50-Meter-Kette in exakt 10 Meter lange Teilstücke ausgelegt. Die farbigen Markierungen sollen dann alle 5 Meter gesetzt werden. Ernüchterung über die hohen Kosten. Die Wahl fiel auf die preiswertesten. Osculati-Markierungen in 5 Farben zu je 10 Stück. Ich nahm 2 Sets, also insgesamt 100 Markierungen. Also ehrlich gesagt ist das ja hier wirklich ein Witz. Erstens, ob die Dinger halten, weil das geht hier so leicht rein. Und zweitens, wie soll man das denn sehen, wenn die Kette da durch die Hand ausrauscht? Also das ist so schwer zu sehen. Naja, wir werden berichten. An unserer alten verzinkten Kette mussten wir alle paar Jahre das rote Farbspray erneuern. Das würde hier auf Edelstahl zudem nur schlecht halten.